Okay, jetzt müssen wir ganz langsam zurücklaufen. So. Denn wir sind hier in einem unheimlichen Tunnel. Und da müssen wir wirklich langsam laufen, weil sonst könnten wir was wecken. Okay. Ja, Hauptsache, die schreien rum. Na, irgendwas könnten wir wecken hier. Auch wenn wir Sachen kaputt schlagen, kaputt treten. Und reden die ganze Zeit und dann die Fackel noch. Aber es macht alles nichts. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Müssen wir das? Was ist mit dir los? Bist du verbuggt? Oder was ist mit dir? Warum bleibst du da so dämlich stehen? So. Mal kurz schauen, ob ich ihn entpacken kann. Wenn ich jetzt hier hingehe. So. Was ist los mit dir? Hast du Angst? Bist du AFK? Okay, toll. Gerade hier geht der AFK, ernsthaft. Gerade hier, wo die Scheiße abgeht. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir müssen hier hin. Bett. Nothing. It's empty. Shit. Oh, I'm sorry. Did you not believe me? Sure. I believed you. Come on. Maybe they put them all in one place. Go check the other one. This way. Na toll. Wer hat das geklaut? Wer hat es hier nur geklaut? Also könnt ihr mir jetzt nur die Ripper vorstellen. Nur die. What are you talking about? This isn't the way that we came in. What? You think these flares got up and moved themselves? Hey. Maybe I got turned around. Doch, das ist der Weg. Da vorne ist ja das da. Okay, was ist los mit dir, Dicken? Verlier nicht den Verstand. Nicht den Verstand verlieren. Wir sind ja doch noch beim anderen, oder? Na, ja, das sind die, okay. Ja, doch, wir sind richtig. Nicht den Verstand verlieren. Nicht den Verstand verlieren. So. Aber gut, so eine Mine kann schon bedrückend sein. Vor allem in dieser Situation. Tja. Da ist es schwer, den Verstand zu behalten. Vor allem beim ersten Mal. Now, wait a minute, goddammit. This is the main tunnel. What? It's the main tunnel. You see the tracks? We weren't following any tracks on our way in. What the hell? But these are my flares, dammit. How did the... Hey. Moment. War das hier schon vorher so? Okay, jetzt bin ich selber verwirrt. War das schon vorher so? Also da ist ja das hier noch. Das ist noch da. Okay, aber das kann nicht seine Fackel sein. Außer die wurde geklaut. Als er es da hingeschmissen hat, aber hä? Okay, hört auf mich zu verwirren hier. Was sollen diese Psychospiele hier von diesen zwei? Ah, ich glaube eher, hier ist noch einer, der gerade rumwandert. Aber wer? Und woher weiß er von diesem Sprengstoff? Wer hat das denn hier verraten? Oh, someone's fucking with us. Come on, this way. Hold up, wait a second. Okay. Wer will uns verarschen hier? Come on out.
Show yourself! Schizo, put that thing away. What are you talking about? What I'm talking about is one shot. One. It's all it takes to bring all the freaks in these tunnels down on top of us. Well, I thought you said these tunnels would be clear this time. No. What the hell? Look out! I can't get a shot! Oh, goddammit! Goddammit, it's got the keys! Shit! Okay, ist das Gollum? Willst du verarschen? We gotta catch it! Wait! Come back! Goddammit, Schizo, it's getting away! So, schnell! Es will uns einsperren! Wo bist du hin? Was zum Teufel ist das denn hier für einer? Oh, ich lauf falsch. Okay, der hat die Fackeln geklaut und dahin geführt. Was bist du denn für einer? Irgendwo hier habe ich ihn gehört. Was bist du denn für einer? Was bist du für einer? Scheiß Looter hier. So, das erledigt. Was im Teufel war das für einer? Ach du Vollidiot! Du bist doch ein echter Vollidiot! Toll, der bringt uns noch beide um. Ja, und wenn er jetzt hier stirbt, dann glaubt Iron Mike, wir waren es. Du bist doch ein echter Vollidiot! Bah, bist du dumm! Hör auf zu schießen, verdammt! Du Vollarsch! Okay, wir müssen schnell weg hier! Wie kommen wir hier raus? Hör auf zu ballern! Ja, okay, okay, und ballert weiter. Alles klar. So, Vollarsch. Richtiger Vollarsch bist du. Hör auf zu ballern jetzt. Hörst du das hier nicht? Wir sollten abhauen hier. Und zwar schnell, komm mit! Warum bleibst du da stehen? Okay. Kämpfen wir so lange, bis wir uns entscheiden abzuhauen. Einfach so lange kämpfen. Ist kein Problem. Keine Ursache. Looks like the last of them. So much for the tunnels being clear. I told you what would happen if you fired your weapon. What was I supposed to do? Throw rocks at him? What you're supposed to do is you're supposed to fucking listen to me. Next time, try this. Whatever. You're welcome. For what? For saving your ass. If you hadn't run off, my ass wouldn't need saving. Are you ready to fucking finish this? Yeah, I'm ready. This way. So, the bros off. Addy said it looked like someone tried to burn his tats off. Okay. It was the Rippers, wasn't it? You got a point, Schizo? Had a drifter come in. Word's gone out. Rippers are looking for two men. Mongrels? Sound like anyone you know? Well, as you can see, I'm still wearing the cut. We're not hiding, Schizo. Carlos wants Boozer. He won't have any trouble finding him, but he's gonna have to go through me first. Hm. Okay, aber was will Carlos von uns? Was zum Teufel will Carlos von uns? Gotta be something long before breaking the treaty. Long before. You know what? I don't know and I don't care. Have I killed a few Rippers in my day? You're goddamn right I have. And after what they did to Boozer, I'm gonna go right on killing the crazy sons of bitches. Yeah? And Carlos is crazier than any of them. You don't want to be on his shit list, bro. What'd I just say? I don't care. And I'm not your bro. Remember what I told Iron Mike? Carlos can go fuck himself. Hey, just looking out for you. You're one of us now, right?
Yeah, right. Natürlich. Don't worry about me and Boozer. We can look out for ourselves. Klar. Und jetzt werden sie mich vor den Rippern warnen. Aber was war das vorher mit den Medikamenten und so, hä? Da warst du voll dabei und jetzt? Auf einmal ziehst du den Schwanz ein. Ah, oh, was bist du denn für einer? Dich kann man echt nur ernst nehmen. So, und die Tür muss ich auch ganz alleine öffnen. Der ist so dumm dazu. Ah, ich hasse diesen Typen. Okay, aber Carlos. Ich kann mir vorstellen, dass es wegen Sarah ist. Bingo. Let me see. Ah, nice. This ought to make the old man happy. Shit's heavy. Tja, bist halt zu schwach. Ist es zu stark, bist du zu schwach. So einfach ist das. Und er macht ja eh den ganzen Tag nichts. Außerdem rumsitzen und Befehle geben und sich wichtig tun. Mehr macht er nicht. Und ändert seine Meinungen auch jedes Mal. You know the old man. Same as me. I got this. Thanks. He thinks that his treaty with the Rippers is gonna keep us safe. The thing is, they don't give a shit about any treaty. The only reason they haven't come down here in force is because they're too busy up north, hitting Copeland, the hot springs. Yeah, I know, I was there. So you know what I'm talking about. The Rippers are coming. And Iron Mike, he's just gonna let it happen. He's gonna let those bald-headed freak-alikes wash over us like a goddamn red tide. Excuse me, so you don't know that? Ja, er ist halt blauäugig. Never thought I'd be so glad to see the light of day. Shit, something else we agree on. That's twice in one day. Hold on for a second. There's someone out there. Hey, bite. Someone's inside. Hey, what you biting out there? Move. Sit in your pants. Come on now. Find the Rounders. Come on. Was machen die mit unserem Bike? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt bei euch. Was soll die Scheiße hier? Lass mein Bike in Ruhe! Wer ist denn hier noch? Na, hast du Glück gehabt? Keine Konzentration! Genau, ist das ihn getötet? Gut gemacht! Mach ich ja! Was war das denn für einer? Glaubst du, das funktioniert, hä? Du bist nicht ich. Also lass den Scheiß. I think that's all the bastards. So. Yeah. Scheiß Plünderer. We gotta get that box of dynamite. Ja, was auch immer. Must have been the same assholes who parted out the bikes. Ride by and they see ours. Figured they'd make an easy score. I guess it wasn't as easy as they'd hoped. Tja. You know, I hate to say it. We actually make a good team, you and I. Well, then don't say it. Die chillen rum. Hey, there's something I gotta say. When you and Boozer rode into camp and Iron Mike welcomed you back again with goddamn open arms, I thought it was another sign the old man was losing it. Going soft. Okay, what's your point, Skizzo? My point is that you and me, we see eye to eye. I get that now. You know, same as me. If Iron Mike don't wake the hell up, the camp's not gonna last another 6 months. Okay, still waiting for your point. Look, I know I've been busting your balls. We both know that. But a lot of people know what you've done. For your friend. How you've been doing shit for the camp. Changes are coming, brother. When Iron Mike retires, let's call it, I say you and me, we step up and run the camp together. You and me? Run the camp? A
that's really what you wanted to talk to me about. Hey, hear me out, goddammit. Just listen to me a minute. Uh-huh. Look, I got a lot of friends on the camp council, and they agree. Most of them say the old man's got to go. Yeah, that's bullshit, because Ricky would never go for it. She's as soft as the old man. And Mike trusts you. Well, that's his mistake. One of many. Oh, it ain't gonna be mine. Look, we all do things to survive, CSO. I get that. You remember how I said there's some lines I ain't crossed? Stabbing a friend in the back? That's one of them. Better one old man than the entire camp. You think about that. Ah, wir können doch beides retten. Okay. Ja, denn bis jetzt hat das Camp ja gehalten. Und das war nicht Skissos Werk. Das ist ein Fehler. Okay. Der Iron Mike ist zwar blauäugig, aber wir halten zu ihm, denn eigentlich ist er ein guter. Und wenn ich mehr wählen muss zwischen ihm und Skizzo, dann ist die Wahl schon klar. 98%. Okay, aber er darf immer noch nicht ganz bleiben, ernsthaft. Er säuft sich tot. Skizzo, think about that. Jesus, why would Iron Mike ever trust that asshole, let alone make him head of security? Na, aber echt. Warum nur? Er ist echt blauäugig. Dass er sogar so blind ist, dass er Skizzos wahres Gesicht nicht merkt. Deacon St. John to Iron Mike. Deke, you and Skizzo, you find them? The explosives? Yeah, Mike, we got him. Skizzo's on his way back with everything that we found. Listen, Mike, I gotta tell you. That's great. That's great. Now, we can't use them till we find some dead cord. You know that, right? I'll take a look through the files we got. Mike, listen to me. Skizzo, he's, Jesus, what now? You boys try and shoot your damn heads off again? No, Mike, but he wants to run the camp, Mike. He told me him... Oh, hell, I know all about that. Remember, I told you already. Skizzo thinks I'm a pacifist and I'm gonna get us all killed. I know he's been talking. Mike. Deke, like I said, Skizzo's got his issues, but it's not like we don't got ours. Thanks for your concern, but I can take care of myself. Mike, out. Jesus, all right. Have it your way, Iron Mike. You always do. Ja, mal schauen, ob er es schafft. Und wenn nicht, dann, ja, wir haben es versucht. Aber wenn er nicht mal das wahrnehmen will. Und so hört es sich an. Yeah, Deke. I just got off work. I got to spend the morning hauling buckets of shit. Oh, Jesus, goddamn Skizzo. I'd be lying if I told you I didn't miss it. Being out in the shit. What are you doing? Still out there chasing Nero? Playing follow the chopper? Yeah. Good luck. Tracking down with that with Sarah. No, not yet. How long are you gonna let him keep stringing you along? He's not. He's looking into it. It takes time. Just don't get your hopes up, brother. That's all I'm saying. Out. Ja, da hat er recht. So. Da hat er recht. Nicht so viel Oh, ein Cam! Ja, wo kommst du denn her? Und da ist immer noch nichts, okay. Ja, wo kommst du denn her? Ein Camp, direkt nebenan. You got your radio on? I crafted you a couple of items, if you want to swing by. Ach. Oh, Boozer, that's amazing. Yeah, I do need some. Deacon out. Na, ne, eigentlich bin ich voll. Aber cool, er hat was gebastelt, schön. Das ist aber nett. Trotzdem ganze Namengeschichte. Deke, hey, we got a job for you. Ricky, hey, okay, yeah, I'll check in. Deacon out. Mhm, okay, geil. Noch ein Job, schön. Gibt wieder Vertrauen. Sonst noch etwas? Oder kann ich ja loslegen? This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Ernsthaft. Today, a
I want to talk about drugs. Now, I don't much care for them. They keep you numb, unreliable, and silent. In 1996, the CIA was accused of dealing cocaine in Central America. Used it to help them control the masses. Get the Fed's sticky fingers on a slice of the global pie. And once they figured out how well that shit worked, well, they decided to set their sights here at home. Make drug addicts of us good old American taxpayers. They brought cocaine up from South America by the plane load. Barrels of the stuff got us hooked on it. Kept us complacent. Kept us high. Kept us under the heel of their rich boots. And oh, did they get profit from our misery. The feds made millions to fund their secret operations, all while destroying the very heart and soul of this good country. But thankfully, at last, all that is in the past. At least, for my people. Stay sober, people. Stay alive. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Yeah, you ever lose an arm, Cope? Maybe when you do, you'll find yourself wanting a bottle of whiskey, or two, or three. In the meantime, shut the hell up. Na, und ob das wirklich so war? Glaub den Lügen nicht. So. Ich hab jetzt erstmal hier. Wie viele Typen sind denn hier? Wie viele Typen sind denn hier, hä? Bunch of murdering assholes, can't let any of them get out of here alive. 15 Leute sind hier. Und da ist direkt ein Sniper, okay. Weit oben ist ein Sniper. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Da ist alles zu. 15 Leute, okay. Ja, wir könnten es auf die schnelle Tour machen. Aber da muss der Sniper erstmal weg. Ah, shit. Ich kann nicht schmeißen, verdammt. Ja, ein Stein. Ja, dann kommt er mal her. Und zwar schnell. Nein, das war niemand. Stirb! Okay, dann geht die Action ab. Ja, bist du ein ganz harter. Richtig hart bist du. Da machen wir halt kurz einen Prozess. So, wurden schon entdeckt. Ach, hey, was geht ab? Wo kommst du her? Oh, da ist schon der nächste weg. Ah, ist ja interessant. Okay, da drüben ist der. So. Zuerst Leute schon tot. Aber der Sniper nervt. Kann ich ihn hier besser dran nehmen? Da ist er. Schöner Kopfschuss. So. Okay, jetzt können wir auch durch Leute schießen. Das wird schön. Schön durch Leute schießen. Ah, wirklich. Na, warte, du Penner. Hast einen Helm verloren. Tanz, na los, tanz. Tanz schon, stirb. So, das ist direkt der Bunker, alles klar. Tanzen. War schon der letzte. Oh, das ging schnell. Das ging ja schnell. Ja, und wo bist du? Wo bist du, hä? Da bist du. Is that it? Is that all you got? Yeah, that's what I thought. Next time you set up an ambush, don't pick on the wrong guy. Mhm. Alright, where did niemals you einen falschen. Bunker, huh? I know you got one. Irgendwo. Granate, geil. Das ist ja schön. So, das hätten wir ja. Ja, und das ist auch noch mitten im Camp. Und was, wenn einer von denen da reingelaufen wäre, hä? Hat schon mal einer von euch darüber nachgedacht? Ich glaube nicht. So, und hier. Befreien wir diese armen Schweine. So.
Okay, Medikit. Da können wir nichts tun. Tja, schön, noch ein Camp gesäubert. Ganz schnell. Einfach beim Vorbeigehen. Was denn Scheiß? So, na, ich hasse das. Wird immer zuerst die Waffe angezeigt. Wenn man hier looten will. Ja, da. Müssen vorher noch die Leiche wegschnappen. Richtig wegschnappen hier. Oh, dankeschön. Alles ist voll. Alles ist voll, okay. Haben die noch gewaschen, interessant. Oder sollte als Warnung dienen. Das passiert, wenn du dich hier blicken lässt. Das ist echt schlimm. Die armen Kleider. Die werden auch aufgehängt. Tja. So, und da warst du. Hier ganz versteckt, okay. Da hätten wir so uns so anschleichen können, aber egal. Wir müssen uns nicht mehr anschleichen, die Sache ist gegessen. Das ist vorbei. Außer wenn es eine Geiselnahme ist, natürlich dann schon. Aber sonst ne. Einfach schön draufballern. Oh, lass doch den Scheiß. Lass doch den Scheiß, ich hasse das. Nimm die Waffe mit. Die ist wertvoller. So, Kamera dreht sich. Und wo ist denn hier die Map? Da ist die Map. A map. Looks like they marked it up good. Na, das hoffe ich doch. Geil, 99%. Hä? Was fehlt denn hier noch? Lass mich verarschen. 57% erst. So viele Camps fehlen hier noch. Okay, was habe ich hier? Brandbolzen. Oh. What do we got here? How to craft? Okay. Yeah, ah, interessant. Okay, Sekunde. Dann nehme ich das hier doch mal mit. Und können das craften. Ach, okay, der verliert die Bolzen, ernsthaft. Der verliert ernsthaft die Bolzen. Ja, wow, okay. Ist er dann noch beschissener? Wenn er die Munition verliert, ernsthaft. Oder liegt das an dieser Drifterarmbrust? Sekunde. Wenn ich das da ausrüste? Nein, der verliert sie komplett. Ja, wow. Der verliert die Bolzen komplett. Okay, das macht die Armbrust ja noch sinnloser. Toll. Und ich habe noch Taschenlampe an. Ups.